Sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kinder, liebe Kirmesgäste, ich darf Ihnen nun ankündigen, die Böllerschützen von Neuerburg von 1897. Diese attraktiven Herren schießen seit 1987 und eröffnen mit ihren Böllern seitdem die Säubrenner-Kirmes. In diesem Jahr wollen die Böllerschützen dem Kirmes-Anschießen eine besondere Bedeutung geben. Wie sich herumgesprochen hat, hat Wittlich seit gut einem Monat einen neuen Bürgermeister und der lebt im Stadtteil Neuerburg. Die Neuerburger bezeichnen deshalb auch gerne ihren Stadtteil als Regierungsviertel. Jetzt wollen die Böllerschützen unseren neuen Bürgermeister Joachim Rodenkirch mit einem Ehrenschießen würdigen. Begrüßen wir dazu Bürgermeister Joachim Rodenkirch. Ihm zu Ehren, lasst es krachen, Jungs. Seit kurzem haben die Böllerschützen 3 Zentner schwere Salutböller aus dem ehemaligen Schloss Philippsfreude in ihre Obhut genommen. Diese rund 250 Jahre alten Geschütze wurden von den Wittlichern liebevoll Katzekepp genannt. Sie kündeten damals lautstark die Ankunft des Kurfürsten von Trier in Wittlich an. Später wurden sie auch zu Kaisers Geburtstag gezündet. Sie dienten aber auch als Signal, wenn ungebetene Gäste sich der Stadt näherten, so zum Beispiel auch Demonstranten. Heute sind sie nicht mehr schießtauglich. Das hat den Vorteil, dass niemand sich vor einem Besuch in Wittlich fürchten muss. Über den Einsatz der Katzekepp zu Kaisers Geburtstag erzählt Mesematti Folgendes. Es war vom Fronleichnamstag abgesehen die einzige Gelegenheit des Jahres, wo es hochoffiziell in unserem Städtchen krachte, wo dumpfes Getöse unter der Oberfläche der Heimaterde herumschlich, wo wackelige Dachziegel, Fensterscheiben und in den Küchenschränken schaukelnde Tassen eine gar geheimnisvolle Musik machten zu dem damals gewaltigen Ereignis. Heute ist es nicht mehr Kaisers Geburtstag, es ist die unnachahmliche Säubrenner-Kirmes und es ist das Ehrenschießen für den Bürgermeistern, was uns dieses geheimnisvolle Getöse, verursacht von den Neuerburger Böllerschützen, hochoffiziell beschert. Ich bedanke mich bei den Schützen und wünsche auch in der Zukunft segensreiches Wirken und unfallfreies Schießen und Ihnen allen eine schöne Kirmes. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, zur Erinnerung an dieses Schießen überreichen wir Ihnen ein kleines Geschenk mit einer Widmung von unserem alten Reservistenbild von 1888. Ja, ich danke den Böllerschützen ganz, ganz herzlich für dieses Ehrenschießen. Das hat mich natürlich wahnsinnig gefreut und das vor einer solchen tollen Kulisse, einem begeisterten Publikum. Ich bin ja von Berufswegen so ein bisschen den Büchsenknall und den Pulverrauch gewohnt und insofern haben jetzt alle gesehen, wer auf den Bürgermeister anlegt oder schießen möchte. Er hat eine schlagkräftige Truppe hinter sich stehen. Wir schießen unmittelbar zurück und zwar aus allen Rohren.
Freunde, höret und sehet die Geschichte, kurz und schlicht, wie die Wittlicher zu dem Namen Säubrenner kamen. Historie ist's, ich weiß genau, des Übels Wurzel ist die Sau. Doch ist kein Ding so schlecht auf Erden, dass nicht noch Gutes könnt draus werden. Es braucht dazu nur einen Mann, der Gutes auch entdecken kann. Drum ist dies Fest, ihr ahnt es schon, seit langem gute Tradition. Schreibt doch Thielemann Elend von Wolfhagen, anno 1397 im Chronikon Limburgense, Wittlich, welches etzliche nach dem Kaiser Vitellio Wittelich nennen, im Erzstift nächst der Eifel gelegen, ward in diesem Jahr 1397 beinahe ganz abgebrannt. Und das verschaffet der Ritter von Ehrenberg des Erzstifts zu Trier Feind. Noch im selben Jahr befreit Erzbischof Werner von Falkenstein die Bürger der Stadt Wittlich für 25 Jahre von allen Schatzungen und Steuern, weil die Stadt schädlich verbrannt ist. Otto von Ziegenhain verlängert gar diese Frist im Jahr 1422 für weitere 20 Jahre um des schädlichen und verderblichen Brands willen. 45 Jahre Steuerbefreiung. Ob je wieder ein Landesherr uns so gnädig sein wird? Doch welche weiteren Folgen der gemeine Überfall des Ehrenbergers auf die kurfürstliche Residenzstadt Wittlich noch hatte, wollen wir jetzt erfahren. Maju, hast du das richtig verstanden? 45 Jahre kein Steuer. Was hatten die da für ein Bürgermeister? Der Hagedorn hat uns nicht snorgelos. Der Bußmann nicht. Weil er warte mal ab, wie der von der Strohner Hohner sich zeigt. Es war zur Zeit der Friedrich von Ehrenburg die Stadt umlagert samt der Burg. Türm und Mauern hielten Stand, umsonst der Feind kam angerannt. Und wehe, Mauern und Türm und Stand geharrt, als wäre schon Platz in der Mauer, wo so aufhängt, kaputt zu gehen. Na ja, das ist ja schon über 80 Jahre. Vielleicht erinnert das sich mal mit dem neuen Beben in der Stadt. Oh. Das Hohn. Ja, ja. Aber da haben wir endlich mal einen, hoffentlich, der auf uns Mauern aufpasst. Nicht wie die anderen. Genau, genau. Aber 80 Jahre ist die schon alt? Das ist ja kein Wunder, dass die hier im Dorf fragt. Stell dir mal vier, Mattes. Du wärst 80 Jahre alt. Dass die das auch hennen und vier und Iva Aal wusste nicht mit rechnen, es aufhängt, genau zu verhallen. Aber was dreht dich da? Was war denn da, bis du 80 bist? Das ist doch beide schon zu. Dau und dein großer Schniss. Aber Hermol, mein Großvater hat noch die Mauer helfen bauen. Damals bei dem Kurfürst Balduin. Echt? Und bis heute ist da auch noch kein Trieber gekommen. Es soll kein Trieber kommen? Ich wüsste mal überhaupt gern, ob das schon mal irgendein Idiot versucht hat, überhaupt da reinzukommen. Nee. Lang kann das noch nicht mehr gut gehen. Was sein da für Zeiten? Holste da von Koblenz gehört? Der Ehrenberger hat über 200 Häuser angestorben. Und wer um welch für noch Wittlich und will in die Stade rennen? Wie Kind man da den Lungen sagt, nur heraushalten. Maju, Mattes, ne Scheiß, da doch mal nicht in die Box.
ersten Hund von Ehreberger aus Wittlich ganz rauszuhalen. Dann ist doch ein Kennerspiel. Oh. Mattes, der neue Bärjermeister kommt aus dem Bisch. Und die, die aus dem Bisch kommen, die können auch Fahlen stellen. Das ist nur die Frau, wohin mit den Fahlen heu. Das ist doch einfach. Ja. Den Griefpfahl kriegen wir ja schon mit dem Rieselkreisel, der da oben an der Zopf kommt. Wir lotsen den Lumpsack von Ehreberger dahin und dann rennt der rund in dem Kreisel, rund, bis zum Toll und Hermilie. Na ja, was man so hört, ne, von den neuen Bärjermeister, da erwarten sie ja all kreilisch wunder. Kreilisch wunder? Ja, ja. Wieso? Wollten dann schon etwas Großes entschieden, außer der Rest noch Boxte? Bei Jungmattes, da lässt der gute Mann doch einmal Zeit. Der hat doch erst angefangen. Weil Jus, der wird seinen Fehler schon noch machen, wie die anderen auch. Und dann sitzen wir nächstes Jahr wieder heim und klatschen Ivan. Ja, das wäre auch ein Ding, wenn das nicht so wäre. Aber lauf da mal. Was? Hast du schon gehört? O's Kirmes geht ungedorft. Ja. Dann? Ja, sie haben gesagt, nimm die Seibrenner Kirmes, sie haben Wittlicher Mörchenfest. Damit es kein Kamelien mehr gibt. Oh, was hören euch da los? Der Wehschweiber kommen. Ja, ich hör so schon. Was die noch mal zu tratschen haben. Ja, da kommen sie. Ja. Guck da, oh, die haben eine Zeit da. Ja, die Loder. Ja, du mal da. Komm da her, jetzt werden sie auf Spazieren gehen. Ja. Guck mal da, da hinten. Die Aal 4-Witz tot. Und ein Stecher, Mattes. Unsere Sau hört. Man die zwei noch wieder zu tratschen wollen. So, hör mal, alles seiert. Man passt da der Weile schon wieder nicht. Was schnisst du da noch rum, du Rose Loder, du Häkebutsch? Da fluder mich. Lang kann das nicht mehr gut gehen. Vom Neuerburger Kopf hab ich schon Qualme gesehen in der Dörfer. Der Ehreberger ist henne aus dem Kurfürst her. Nee, lang kann das noch nicht mehr gut gehen. Der Mattes, der hat recht. Wollt ihr wissen, was euch getränkt hat? Mein Ju, was hat euch im Geschirr getränkt? Da war ein kreilisch Großfeier mit Millionen Flämischer. Die haben ausgesehen wie lauter kleine, zappelige Schweinefäßchen. Und da waren Kameli, Kräsch und Abazarisch. Da sind euch wirklich von denen. Ich könnte nämlich schlafen. Nee, wenn das nur eine schlimme Saison hat. Große Herr, der hat am Sonntag gepredigt, wir sollten uns nicht so sicher sein und gut aufpassen. Weil immer, wenn man meint, es liegt nichts passieren, da kommen die Kriegsunglücker. Oh, guck mal, Große Herr, ich sage es ja, ein Unglück kommt nicht allein. Ja, ja. Was höre ich da? Zappelnde Schweinsfüßchen. Das hat was zu bedeuten. Seid wachsam. Es geschieht immer das, woran man am wenigsten denkt. Das Einfältige, das Unglaubliche, das Unvorhergesehene. Troja fällt durch das trojanische Pferd. Die Gänse verraten das Versteck des heiligen Martin. Und Kurfürst Balduin wird vor nicht ganz 70 Jahren von einer schwachen Frau, der Gräfin Loretta, festgesetzt.
So verändert das Unvorhergesehene plötzlich die Lage. Wie uns? Wie wird es uns geschehen? Betet, damit das Unheil uns verschont. Was sollen wir beten? Ein wenn er meint, unser Vater oben im Himmel, deine Willen sei getan. Gib uns heut uns Brot für morgen und für übermorgen und bring uns nicht in die Versuchung rein. Aber der Teufel hat es vom Leib. Amen. Na, Kinder, mal glauben. Lang kann das nämlich gut gehen. Nee. Stell dich nicht so an, doch alle Dippen so enden. Oh, Mattes, unser Herrgott will uns nicht nur den Lumpsacklauf vom Leib halten und den Teufel. Der soll auch die Knotterer, die Ältebesserten und all die, die für alles zu haben und für nice zu gebrauchen sein, die soll auch einfach teilen. Oh, halt ich nicht da alles, was du nervbesen. Da hast du ja wirklich Haar auf den Zähnen. Dehst du nur mal mit deiner Schnitz in die Brennnessel fallen, dass du sie mal hältst. Da ich dreh dich mal, wenn du bläst. Was soll man da sagen? Flutheim. Uns Männer kommen vom Flut und aus dem Wingertheim. Mach den Port auf und lass die Männer rein. Mach den Port auf! Oh Jesus, weil kommen die Richtigen heim. Weil die Krämer geschärft, verzahnt. Da kriegen sich wieder meine seichene Schwänze, ja. Ja, unsere Stabpatronen meinen wieder gut mit uns. Man sieht ja, tut's am Trochus lachen, kann der Küfer Fehler machen. Ja, aber der beste Wein, der mir heim machen, trinke die Hiescheren in Trär allein. Und wenn die weiter so saufen, bleibt für uns nur mehr Wasser jeberisch. Mein Jose Blätter, nur mein Dachbett. Die Vierischwoche haben sie zu Berghäsel-Hähne bestraft. Sie hat seinen Nordbein über die Rummel gezogen. Ein ganzes Jahr soll die Armsau bei Wasser saufen. Ist das nicht greilig? Ja, das ist greilig. Das ist ja schlimmer wie ein Abtritt gefallen. Oder Berghäsler Wein gesuff. So, Peter, wie steht dann dein Frucht? Ah ja, ich komme gerade draußen vom Flor. Es steht alles ganz gut. Ich war mit meinem Knecht in Trai und Heidi Mutscher. Die haben mir den Mittag Schmähen und den Viez gebracht. Ja, ja, wir haben ja einen auch guten Boden im Wittlertal und dichtig Bauern und Winzern. Ja, und die Rummel hier unten sei wieder viel dicker wie oben in der hungrigen Efe. Und mein sei wieder der dicksten. Das sieht man mal wieder. Die dicksten Rummeln, die dicksten Bauern an die dicksten Rummeln. Mach Nummel, Frecker. Durch den Streit? Da bett aber vier zu unserem Stadtpatron, mal die Rufus. Und zu dem bett ich doch immer. Du weißt doch, die Wittler haben seinerzeit mal gelitten gemacht. Und der Rufus hat geholt. Und die greilig Best war zu Ende. Oh, das ist ja wahr. Am Sonntag haben wir ja wieder, feiern wir ja wieder seinen Norbenstar. Boah, da können wir aber wieder ein paar gute wittlicher Wein kratzen. Ja. Aber nur den, der die Kirchkur Fiskus übrig liest. Na gut, die Windlehrer haben ja den Wein vom Gottners und vom Pichter direkt in die Kälter vom Kurfürst gebracht. Ja, nur so kann der Kurfürst sicher sein, dass seine Wein nicht mit Lisa war, sagt Dave, das kennt. Oh, guck mal da hin, da kommt der Bürgermeister Colin mit seiner Rat, seiner Chefin. Was soll sein? Der mischt ja Gesicht wie ein rotes Tier. Das ist nicht gut. Das wird doch nicht wahr sein, was zu verzählt geht. Dass der Ritter von Erberg wieder geschwindlich zählt, um uns auszuplündern. Ajo. Ajo. Auszuplündern. Gehen wir da nicht schon genug gerupt wie ein Huhn? Menschen kennen eine Rolle. Egal, was du hast, ob rot, ob schwarz, ob blau, gelb, ob gesprenkelt oder gepuftet. Alles gibt Deierer. Mensch, also man kann ja nicht wie wir austun. Colin, du bist unser Schultereis.
Du sollst wissen, dass sich unsere Bürger sorgen, ob die Tore einer Belagerung standhalten. Die Mauer immerhin hält schon rund 80 Jahre jeden Angriff in Stand. Und wir können heute noch unserem großen Kurfürsten Balduin dankbar sein, dass er damals den Befehl zum Mauerbau gegeben hat. Ich finde, du solltest den Zimmerer beauftragen, die Standfestigkeit der Tore zu untersuchen. Du hast recht, Schöffe. Doch der Jakob, der Zunftmeister der Zimmerer- und Schreinerzunft, hat vom Kurfürsten den Auftrag, das neue Schloss oberhalb der Stadt zu bauen. Ich habe es ihm oft genug gesagt, er soll sich auch um unsere Stadtbefestigung kümmern. Ah, da kommt er ja gerade. Hey Jakob, vernachlässige mir nicht unsere Stadtmauer. Ich höre, der Feind rückt gegen die Stadt vor. Und du hast die Stadtmauer und vor allen Dingen die Stadttore schon lange nicht mehr überprüft und ausgebessert. Jojo, wenn ich mal wieder Zeit komme, machen wir es da. Ihr kriegt mal auch eine neue Riel für Temme der Tor. Aber da erst muss euch die Orbiten für Temme der Kluster und der Kurfürst machen. Und weilen hört gut zu, die bezahlen noch besser mit dir. Wusste das, loge Herr. Keine Kimmer sei ich mir um das Port. Das kannst du mal glauben. Lang kann das noch nicht mehr gut gehen. Mir ist es nicht mehr egal. Ich bin besser bei meinem Schweinschaft. Da weiß ich, dass ich gut aufgehoben sein. Also wenn du dann nicht mehr bei mir bleiben willst, dann gib mir dein Schweinschaft. Dann mach das aus den Feskins. Bei deiner Seife ist auch besser aufgehoben wie ein. Oh, stinkt beide Leute. Oh, du Schnitz, wo du bist, weil ich nicht, aber wirklich. Was denn glauben? Ich geh noch, ich geh gucken, was mein Saupenz ausstellen. Dein Saupenz, die werden wohl genauso sein, wie du hoch bist. Mach das schon nach, Streben. Wenn das nur keine bösen Folgen hat, der Nachtwächter muss genau auf das Tor achten. Kommt da nicht unser Kräuterlies? Wo kommst du her? Was bist du so außer Atem? Oh, mein Junge, umgericht sein Eich. Wann Eich heiner lebt, dann muss ich mal einmal erzählen. Eich war nur oben auf dem Piester, da haben Eich Kreinchen gesucht. Heiße Kreinchen gehen allmählich mal essen. Und der Essberg ist passiert. Weißt du, ich ging ja bald jeden Tag, aber was mir heute passiert ist, das war greilich. Da ist mir doch der Pichtermensch beginnt. Da erst ist mir auf den Buckel gesprungen. Dann ist immer schwerer und schwerer gegangen, als konnte mein Ball in mir halten. Dann ist wie so ein greilich Grußkatz mir für die Knie gesprungen. Die hat mir die Ohren gefunkelt und fort war sie. Das kann nur ein Piechtermännchen gewesen sein. Wenn das Piechtermännchen sein Unwesen treibt, gibt es meist ein Unglück. Ja, es leidet etwas in der Luft. Ich habe es gespürt. In der Nacht sind ich schwach gegangen und da hat es greilig überall gedonnert. Und wie ich heute Abend noch runtergekommen sein. Da hattet wir Hennen um Neierbäuerkopf ritzerot geliecht. Und in der Tempelkopf, da ist ein Blitzrenn gefahren. Ich kann nicht sagen, da ist etwas, was lang noch um Ostern kommt. Also, es ist greilig. Weh uns, wir müssen die Wachen verstärken. Schöffen, hol die Verstärkung. Hey, Subido, kannst du was sehen? Hä? Was meinst du? Ob du was siehst? Nee. Mann, es fliegen mich schon seit Tagen vor dieser verstammten Stadt herum. Eine so starke Befestigung muss mir schon lange nicht mehr knacken. Und inmitten der Stadt haben sie noch eine kleine Burg mit Skischächten gebaut. Da wohnt der Colin mit seinem Mann.
Seht mal, da hinten, in der Neugass. Mann, was für Bruchboden. Und diese Misthaufen. Da wohnen wohl die dicksten Bauern. In der Burschgass sehe ich niemanden. Die verstecken sich alle im Schatten der Burg. Die Plünderung der Stadt wird sich sicher lohnen. So wie die Dörfer an der Mosel. So viel habe ich schon lange nicht mehr gesoffen wie an diesem Abend. Immer nur saufen und fressen, nur einzelne Birne. Wenn hier in Wittlich bald nichts passiert, werden wir von der Speisekammer des Bischofs noch verhungern und verdursten. Der Ehrenberger hat eine große Belohnung ausgesetzt, wenn wir hier den Erzbischof Falkenstein fangen. Die würde ich schon ganz gerne holen. Schluss mit der Quatscherei jetzt. Seht lieber zu, dass wir also diesen verdammten Tor aufbrechen können. Hab ich's mir doch gedacht. Hey, ihr Halunken, macht, dass ihr Land gewinnt, sonst machen wir euch Beine. Ihr Buchseschisser. Ja, was? Von euch! Ja, wir sind hier! Ja, ja, wir kommen sowieso wieder! Ja, komm wieder! Das ist ja gerade noch mal gut gegangen. Aber der Ehrenberger lässt nicht locker. Er schickt Streifen gegen die Stadt. Zu Fuß. Und zum Pferd. Sie kommen immer wieder ganz dicht an die Mauer heran, fluchen über die starke Befestigung. Und gegen die Mauern kommen sie noch nicht an. Doch das Unheil naht. Ein paar Tage später geschieht Folgendes. Jammert das Kind, ihr Leid, Schalus, der Schwein, Scharaus, der Stich, jammert das Kind. Da, 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 la, 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 wieder wohl bis sie langsamer, ihr Ludern. Oh, ja. Nur zwischendurch, genau so. Und meine Triebwammel rum. Ja. Und wieder zurück. Ihr Leinscher aus der Schweinscher, der Stecher hat das Kind. Ihr Leinscher aus der Schweinscher, der Stecher hat das Kind. La la la, la la la, la la. Ihr Leitscher aus dem Schwein heraus und hei, das ist das Kleinschwein. Das ist doch ganz taufrisch. Leitscher aus dem Schwein. Nach 10 Uhr noch irgendwas passieren würde. Geschweige denn irgendwas Greiliges. Ne?
Es gibt ja ohnehin nichts Greilieres für mich als rheinischen Gastarbeiter, diesen herrlichen Akzent hier zu proben, um Gottes Willen. Neulich hat einer gesagt, wittlicher Platt wäre ein verbales Verhütungsmittel. Das stimmt aber nicht. Dabei wollte ich ja nicht Nachtwächter werden. Ich habe mich beworben als Kulturdezernent. Aber die hatten die Stelle gerade frisch gestrichen. Frisch gestrichen haben sie auch das Tor. Ne? Ist schön geworden. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass da irgendwas fehlt. Ha! Saukes! Der Himmel! Der Regel fehlt! Moment! Hier ist es. Kein Regel da. Das ist jetzt natürlich, ich will nicht direkt sagen, ein Problem, aber Moment. Das könnte tun, Moment. Nee, passt nicht. Moment, vielleicht haben wir hier noch was. Ah ja. Sau geht's. Respekt. Das könnte tun. Ach ja, das ist schon schwer, so ein Job als Nachtwächter. Ne? Das ist immer mal ein Päuschen machen hier. Ja. Jetzt gucken, was denn mein Vorgänger im Amt hier immer so getrunken hat. Ne? Ein bubiteuchiger Gedächtnistrunk. Boah, das ist auch. Muss der eine Leber haben. Ja, ja, wie sagt man so schön, mit einem Möhrchen im Türchen und einem Klaren im Maren, schließt du Augen und Öhrchen und brauchst nichts mehr zu sagen. Thank you.
Wittlicher, ergebt euch. Die Stadt ist in unserer Hand. Wollt ihr weitere Plünderungen, Brandschatzungen, Verfolgungen, Vergewaltigungen entgehen, so zahlet den fälligen Tribut. Wir verlangen nicht viel. Für uns, unser Volk und allen hier Versammelten einen geziemenden Trunk. Lasst euch nicht lumpen, ihr Lumpen. Feldmarschall, Soldaten, Söldner des Ritter von Ehrenberg, im Namen der Bürger dieser Stadt bitte ich euch, lasst ab von weiteren Gräueltaten. Euer Wunsch ist uns Befehl. Auch wenn unsere Keller schon leer sind von der Zeit der langen Belagerung, ich habe hier einen hervorragenden, vortrefflichen Tropfen 1393er. Nehmt und labt euch daran. Dieser Wein reicht leider nur für euch, für euren Tross und die friedliebenden Bürger dieser Stadt haben wir aus unseren Kellern einen geziemenden Trunk am Marktplatz vorbereitet. Nach etlichen Tagen der Stadt und Gassen vom Feind verlassen, geplündert und verbrannt, treibt man aus jedem Stand, was noch an Leben ist, das Scheinen. Große genauso wie die Kleinen, zur Schlacht und Markt in ein mächtiges Feuer. Schmeckte, manch einer sich die Finger leckte. So ist kein Unglück so schlimm, dass nicht ein Schlauer auch was Gutes daraus machen könnte. Ohne die Stadteroberung und ohne die Sau gäbe es unsere Säubrennerkirmes nicht. Denn seither wird rühmlich im ganzen Land Wittlich die Stadt der Säubrenner genannt. Lasst uns nun im friedlichen Triumphzug dem Ehrenberger auf unseren herrlichen Marktplatz folgen und den Belagerungstrunk kosten, den uns Bürgermeister und Räte bereitwillig kredenzen. Volk von Wittlich, folgt dem Zug zum Markt! Wittlicher,
wie wir es dem Ehrenberger und seinem Tross versprochen haben. Reichen Bürgermeister und Räte, hier auf unserem herrlichen Marktplatz den Belagerungstrunk für Sieger und Besiegte und krönen damit unser Schauspiel von der Entstehung der Säubrenner Kirmes. Liebe Wittlicher, liebe Wittlicher, lieber Ehrenberger, lasst uns in friedlichem Miteinander mit Wein und Musik den Abend genießen. Mit diesem Wunsch für die schönen Kirmestage verbunden, erkläre ich die Säubrenner Kirmes 2009 für eröffnet. So, Herr Ehrenberger, jetzt bitte ich zu unserem geziemenden Trunk und wir wollen das Fass gemeinsam anstechen und uns an dem Wittlicher Wein laben.